ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Kurs. Ich bin Birgit und wir wärmen uns jetzt erstmal ein bisschen auf. Wir kreisen beide Schultern nach hinten. Noch viermal. Dann im Wechsel einmal links und einmal rechts. Links, rechts. Und die letzten noch vier. Drei, zwei, kreisen die Schultern von hinten nach vorne, einmal links, einmal rechts, von hinten nach vorne. Und die letzten noch vier, drei, zwei. Jetzt die Ellbogen nach außen im Wechsel, hier auch links und rechts. Und die letzten vier, drei, den ganzen Arm. Wir fangen an, über vorne zu kreisen. Noch viermal, drei, zwei. Und dann schieben wir im Wechsel die Hände nach vorne, die Handflächen zeigen nach oben zur Decke. Schieben die Ellbogen weit nach hinten und schauen nach vorne. Und die letzten noch vier, drei, zwei. Und jetzt rotieren wir den Oberkörper mit. Einmal nach rechts, einmal nach links. Schauen immer über die Schultern nach hinten. Handflächen zeigen nach oben. Und die letzten vier, drei, zwei. Lassen die Arme ganz locker unten hängen. Beide Schultern hoch und ab. Hoch, tief. Und ab. Und die letzten noch vier. Zweimal. Letztes Mal lassen die Schultern ganz bewusst unten, ziehen das Kinn nach unten, soweit es geht, und richten den Kopf wieder auf. Diese Bewegung, jeder in seinem eigenen Rhythmus, schön langsam, das Kinn, soweit es geht, nach unten ziehen und den Kopf wieder aufrichten. Und die letzten vier. Letztes Mal so tief wie möglich nach unten und den Kopf wieder aufrichten. Und das gleiche nach links. Drehen den Kopf einmal nach links und langsam zurück nach rechts. Immer so weit es geht nach hinten über die Schulter schauen.
nur noch viermal. Und dann bewegen wir den Oberkörper einmal nach rechts und einmal nach links. Immer so weit es geht. Nach unten ziehen. Und die letzten, noch vier. Dann strecken wir die Arme seitlich aus und machen die gleiche Bewegung. Wir gehen tief und wechseln. Und die letzten noch viermal. Lassen die Arme seitlich und rotieren den Oberkörper mit gestreckten Armen einmal nach links und einmal nach rechts. Und die letzten vier. Die Arme ganz locker wieder nach unten und den linken Ellbogen über die Seite nach hinten kreisen. Nur den linken Ellbogen. Vier, drei, und dann kommen wir zum anderen, zum rechten, schön nach hinten, ganz weit nach hinten. Und die letzten noch vier. Dann machen wir beides im Wechsel, einmal links und einmal rechts. Im Wechsel links und rechts. Vier, drei, zwei und lassen die Arme ganz locker. Einmal die Handgelenke ein bisschen ausschütteln. So, wir winkeln die Arme an. Daumen sind oben und beide Arme seitlich nach oben und wieder tief. Hoch und ab. Finger sind gestreckt. Vier, drei,
letztes Mal. Jetzt nehmen wir nur noch mal die Arme nach vorne und schieben die Arme so ein bisschen schräg in die Seite. Dabei rotieren wir den Oberkörper mit. Sehr gut. Noch 4, 3, 2 und lösen. Lockern die Arme aus. So, wir kommen nochmal zu den Schultern. Wir lassen erstmal die Arme ganz locker unten hängen. Und dann im Wechsel immer einen Arm vor, ungefähr bis zur Schulter nach oben, mit dem Daumen nach oben. So, gleich geschafft. Noch 4, 3, 2 und lösen. Alles auslockern. Beine jetzt etwas mehr öffnen. Nehmen die Hände zusammen und drücken die Arme nach unten. Als wenn wir jetzt im Wasser sind und wir würden mit den Händen das Wasser nach unten drücken. Die Ellbogen bleiben dabei außen. Tief und hoch. Ziehen die Hände bis zum Kinn. Und die letzten noch 4 mal 3. Arme nach oben, lassen die Arme hier, öffnen die Arme ganz weit und schieben die Arme wieder zusammen. Nochmal öffnen und wieder zusammen. Schulterblätter nach hinten ziehen. Daumen nach außen. Und die letzten 4. Letztes Mal. Lassen ganz locker die Arme unten hängen. Nehmen das Kinn nach unten und kreisen jetzt das Kinn einmal links nach oben über vorne und über vorne einmal rechts. Jeder in seinem eigenen Rhythmus. Und jede Seite nur noch einmal. Heben den Kopf wieder nach oben. Nehmen die linke Hand, lassen den Arm hängen. Und die Hand einfach immer nur auf und zu. Heben den Arm nach oben bis zur Schulter. Und diese Handbewegung immer weitermachen. Den Arm wieder tief. Und noch einmal bis zur Schulter nach oben. Hände auf und zu. Und das gleiche machen wir mit dem rechten Arm, mit der rechten Hand.
auch wieder nach unten ziehen. Nochmal anheben, Finger auf und zu. Und dann mit beiden Armen gleichzeitig beide Hände auf und zu. Und wieder tief. Ein letztes Mal. Und wieder tief. Jetzt nur mal die Finger spreizen. Die Handrücken zeigen nach vorne und heben beide Arme nach vorne an und wieder tief. Anheben und ab. Hoch und ab. Vier noch. Ein letztes Mal. Schieben nochmal beide Arme nach oben und machen hier oben ganz kleine Bewegungen. Halten und nimm nur den linken Arm tief und hoch. Tief und hoch. Und die letzten noch vier. Lassen den Arm vorne ausgestreckt und den rechten Arm tief und hoch. Und die letzten vier. Beide Arme vorne lassen und beide Arme nochmal tief und hoch. Und die letzten vier. Lösen. Atmen tief ein. Und über die Seite wieder aus. Einatmen. Über die Seite wieder aus. Zweimal noch. Letztes Mal. Schultern im Wechsel nach hinten kreisen. Nur noch vier. Drei. So, jetzt nehmen wir die Beine. Setzen die Füße so auf den Boden, dass ein Fuß ungefähr noch dazwischen passt. Halten uns hier irgendwo am Stuhl fest und nehmen einmal das linke Bein nach oben und das rechte Bein. Einmal links, einmal rechts. Hoch und hoch. Links, rechts. Und die letzten. Vier, drei. Lassen beide Füße unten. Tippen nur das linke Bein auf die Fußspitze und wieder ran. Links und links. Viermal. Drei. Und wechseln zur rechten Seite. Rechts. Tippen und ran. Die letzten vier, drei, zwei und jetzt im Wechsel einmal links, einmal rechts, einmal links und einmal rechts. Und die letzten noch vier. Zwei noch. Und dann setzen wir die Fersen im Wechsel auf vorne. Einmal links, einmal rechts. Die Fußspitze zieht nach oben. Und die letzten im Wechsel. Und die letzten vier. Jetzt die Beine etwas weiter öffnen, die Knie zusammen.
und öffnen. Knie fest zusammendrücken und wieder öffnen. Nach innen, nach außen. Innen und außen. 4, 3, 2 und letztes Mal. Innen, außen und lösen. Setzen alle Fingerkuppen zusammen, Hände vors Gesicht und wir schließen die Augen. Dann öffnen wir die Arme, also Hände lösen, wir schließen die Augen und versuchen die Fingerkuppen wieder zusammenzusetzen. Augen bleiben geschlossen, noch einmal öffnen und mit geschlossenen Augen alle Fingerkuppen wieder zusammensetzen. Noch einmal öffnen und schließen. Und dann die Augen wieder öffnen, Hände zusammen, schieben die Arme mit geschlossenen Händen nach oben, öffnen über die Seite und ziehen die Hände unten wieder zusammen. Atmen ein und aus. Einatmen und aus. Nur noch viermal. Letztes Mal. Dann lassen wir die Arme oben, die Hände bleiben geschlossen und jetzt ziehen wir die Arme erstmal nach unten und dann über die Seite wieder nach oben. Tief und hoch. Nur noch viermal. Und letztes Mal. Und lösen. Die Arme locker. Alles auslockern. So, wir kommen nochmal zum linken Arm. Wir ziehen den Arm zur Seite nach oben und langsam wieder tief. Die Handfläche zeigt nach unten. Arm hoch und ab. Hoch. Und ab die letzten 4, 3 und dann drehen wir den Arm um, sodass die Handfläche außen ist und ziehen den Arm nach oben zur Schulter. Handfläche zeigt nach oben, schieben hoch und wieder ab, hoch und ab die letzten 4, 3 Und beim nächsten Mal bleiben wir oben und drehen den Arm einmal nach hinten und einmal nach vorne. Rotieren. Nur noch viermal. 3 und 2 Es wird schwer, aber jetzt lösen wir ja auch. Schütteln den Arm mal ein bisschen aus. Sieht so einfach aus erst, aber wir machen das gleiche mit dem rechten Arm. Erst ist die Handfläche unten. Ziehen hoch und ab. Hoch und ab. Noch geht's, ne? 3 noch. Wenn der Arm jetzt oben ist, die Handfläche zur Decke ziehen und ziehen nochmal tief und hoch. Nur noch 6 Mal. Halten den Arm ausgestreckt und rotieren. Nach hinten, nach vorne.
Und die letzten vier. Zweimal. Und lösen. Alles auslockern. Lassen wir die Arme einfach mal unten hängen und rollen unseren ganzen Oberkörper ab. Ziehen das Kinn erstmal nach unten und rollen uns Wirbel für Wirbel ganz langsam nach unten. Bleiben hier unten einen Moment. Rollen uns Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Und noch einmal. Das Kinn nach unten. Rollen langsam ab, Wirbel für Wirbel. Und rollen uns langsam wieder nach oben. So, bleibt hier so sitzen. Rutschen ein bisschen nach vorn. Und dann gehen wir mit geradem Rücken nach vorne. Lasst einfach erstmal die Arme ganz locker hängen und auch mit geradem Rücken wieder aufrichten. Wir gehen tief und langsam wieder nach oben. Diese Bewegung mal jeder in seinem eigenen Rhythmus. Bauch fest anspannen dabei. Und die letzten vier. Letztes Mal. Wir gehen nur noch einmal nach unten, bleiben hier und nehmen den rechten Arm auf Ohrhöhe nach vorne. Und dann nach hinten oben. Immer nur den rechten Arm vor und rück. Vor und rück. Und die letzten vier. Lassen dann die Hand auf dem Oberschenkel liegen und machen das gleiche mit dem anderen Arm. Auf Ohrhöhe nach vorne und dann nach hinten oben. Vor und zurück. Letztes Mal. Richten uns langsam wieder auf. So, lockern nochmal alles aus. Arme ein bisschen ausschütteln. Und dann könnt ihr die Stühle wegräumen.